kommen diesmal aus Vietnam und genauer gesagt Hanoi. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier so läuft mit über die Straße gehen, denn das ist einfach Augen zu und durch. Man wird schon nicht umgefahren. So läuft das hier. Ich nehme euch jetzt hier mal mit und zeige mal, wie das so funktioniert. Geschafft und ich bin hier gerade an so einer Rundung, das heißt, ich muss das viermal machen, wenn ich irgendwo hin möchte. Und bin hier aber direkt in der City, sehr cool, aber man muss sich halt dran gewöhnen, vor allen Dingen an die hohen Beträge, weil ich handle hier mit 100.000, 200.000, 1 Million Dong, und das ist schon echt krass. Und wie viel hier los ist, ist der Hammer, aber mega geil. Zwar ein bisschen Kulturschock, aber sehr, sehr cool. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen so mit, damit ihr das Leben so ein bisschen mitbekommt. Ich hole jetzt nach meinem Chicken-Menü für 2,50 € ein Frozen Joghurt. Ich hoffe, man sieht das Bild, weil immer mal wieder beschlägt die Kamera hier von der Luftfeuchtigkeit. Ich bin gerade in Hanoi abends unterwegs und habe mir gedacht, ich gucke mir mal die Lichter an. Es ist aber völlig crazy. So viel Verkehr habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sieht aber total cool aus hier direkt am See. Ich bin auch mal wieder auf dem Weg, um was zu essen. Und schlender hier mal so ein bisschen um den See rum. Das ist doch sehr cool, und ich guck mal, wenn ich die Kamera jetzt umdrehe, ob ihr auch die Brücke seht mit dem Tempel, der ist auch beleuchtet. Er sieht auch sehr cool aus. Ein bisschen kann man sehen. Ja, es ist doch sehr heiß geworden hier und er sieht immer noch bescheuert aus, wenn ich mit der Kamera rumlaufe und die ganze Zeit mit der Kamera rede. Straßenverkäufer ohne Ende, die einem was andrehen wollen. Aber es ist trotzdem sehr cool. Ich gucke jetzt mal, wo ich was zu essen finde. Und morgen geht es schon los zur Halong-Bucht auf die dreitägige Luxus-Schifftour, kann man glaube ich sagen. Und da bin ich halt mega drauf gespannt, freue mich auch voll. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also bis dann!